China missachtet Menschenrechte, unterdrückt die Uiguren. Machthaber Xi Jinping hat gerade erst seine Macht noch weiter ausgebaut. Und Olaf Scholz stattet ihm jetzt als erster westlicher Regierungschef einen Besuch ab. Der Kanzler macht sich nämlich heute auf den Weg nach Peking. Im Gepäck hat er nicht nur eine Delegation aus Top-Managern, sondern auch jede Menge Ratschläge von seiner Außenministerin. Die hat deutliche Worte gefunden mit Blick auf Scholz' China-Reise, aber eben auch mit Blick auf China selbst. Vom Kanzler dürften leisere Töne zu erwarten sein, auch wenn sein Besuch längst nicht nur in der eigenen Regierung umstritten ist. Perdita Heise. Die Beteiligung Chinas am Containerterminal im Hamburger Hafen hat hohe Wellen geschlagen. Schließlich war es Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich, der die Entscheidung in der Ampelkoalition durchgedrückt hat. Ein scharf kritisiertes Gastgeschenk, das der Kanzler da kurz vor seiner Reise in das Reich der Mitte geschnürt hat. Doch nun, kurz vor seinem umstrittenen Besuch, kündigt er einen Kurswechsel gegenüber Peking an. Das Ziel demnach, Zusammenarbeit ja, aber ohne eine zu große Abhängigkeit. Das Auswärtige Amt entwickelt federführend für die Bundesregierung eine neue China-Strategie. Mit dem gemeinsamen Verständnis, dass China ein Partner ist bei globalen Fragen, beim Klimaschutz, bei Gesundheitspolitik, können wir uns in einer vernetzten Welt nicht entkoppeln. Dass er ein Wettbewerber ist, der, wie wir sehen, in vielen anderen Ländern mit unfairen Methoden leider auch in Wettbewerb und in unfairen Wettbewerb mit deutschen Unternehmen zunehmend tritt. Und auch ein systemischer Rivale, weil er eben zentrale internationale Werte in Frage stellt, wie die Einhaltung von Menschenrechten. Bei dem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping soll es daher auch um schwierige Themen gehen, wie etwa um Menschenrechte und den Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren. Außerdem auf der Tagesordnung der Ukraine-Krieg, die weltweite Ernährungssicherheit sowie Handelsfragen. Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmidt verteidigt die Reise und weist Vorwürfe von zu großer Nähe zurück. Der Besuch des Kanzlers habe Sondierungscharakter, sagt er. Es gelte herauszufinden, inwieweit eine Kooperation mit China auf für beide Seiten wichtigen Feldern möglich sei. Scholz werde den Besuch aber auch nutzen, um die wunden Punkte deutlich anzusprechen.